Hallöchen YouTube, wir sind zurück im Wattenmeer und ja, schau mal, was uns heute für Abenteuer erwarten. Grill ist mit seiner Gabel bewaffnet, ja, und ich hab keine Ahnung, was uns hier erwartet. Hier ist auf jeden Fall die Karte, die uns eigentlich aber auch nicht allzu viel verrät tatsächlich. Wir haben ja gestern da dem einen da geholfen. Ja, und ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wohin soll. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Und wir machen einfach ein paar Gegner platt. Au. Nee, doch nicht au. Perfekt. Perfekt. Ja, Souls ist einfach ganz mein Ding. Zack. Ha. Perfekt. Also Stachelhaken gibt es ja einige. Wir müssen aber ein bisschen schauen, dass wir hier nichts übersehen, weil ich glaube, hier gibt es überall tolle Dinge. Da oben zum Beispiel. Keine Ahnung, ob es hier was gibt, aber zumindest ist es ja Krabbe. Zack. Gut, hier ist nichts. Aber hey. Aber da drüben, da sieh einer an. War schon wichtig und richtig. Ui, das war knapp. Jawohl, was haben wir hier Schönes für einen Schatz? Blutsternkörperteil, zwei noch. Wo war denn eigentlich das fiese Teil von vorhin? Das uns da killt hat. Ich weiß es nicht. Egal. Wir gehen jetzt mal in diese Richtung. Bin schon gespannt, wann wir unsere erste Muschel finden werden. In welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich glaube hier lang, oder? Ja, hier geht's Richtung Schloss. Ja, ja. Ganz klar. Ganz klar. Hier ist unsere Richtung. Wir sehen uns weiter um. Es bleibt spannend. Oh, wie die Meere hier verschmutzt sind. Das Wattenmeer. Was ist denn das? Das ist eine Plastikflasche. Das bringt uns halt gar nichts, ne? Das ist die wohlberüchtigte und berühmt-berüchtigte Kammkrabbe, die Kammkrabbe. Mit der legen wir uns nicht an. Nach unserem letzten Auftritt habe ich überhaupt keine Lust, dass ich mich mit ihr anlege. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Wenn ihr das Game schon mal gespielt habt, würde mich das interessieren, ob diese Gegner tatsächlich machen. An mit meinen aktuellen Stats, ob das theoretisch drin wäre, die platt zu machen. Bin mir sicher, wenn ich mich mit denen anlege, bin ich wieder im Eimer. Ruckzuck, kennt es ja. Zack. Oh, das war nicht gut. Vergessen zu anvisieren. Zack. Boing. Da vorne, warte mal, da ist er auch wieder. Ein Krabby Krab Krab. Das ging schief. Wie komme ich da rüber? Das geht sie niemals nie aus. Ah, Mark. Oh doch, das geht sie aus. Rotkralle. Mir vielleicht den Bedrohung bekleckert, aber ey. Oi! Jawohl. Ja, Seetang, perfekt. Au, oh, oh, oh. Und ich kann nur dreimal Seetang. Au. Dreimal Seetang. Nehmen. Ist aber okay, weil dann fülle ich mal auf und nehme den mit. Okay. Bin hier so völlig planlos. Ich habe da vorne schon gesehen, da vorne war auf jeden Fall das Schloss, aber... Rotkralle.
Und da vorne gibt es viel Seetang. Brauche ich aber halt nicht, weil ich voll bin. Was sagt die Karte? Aha, die Karte sagt, lauf weiter in diese Richtung. Das sieht interessant aus. Bevor wir Richtung Schloss reingehen. Denen weiß ich zwar auch noch nicht, was es auf sie hat, aber wir sammeln es ein. Die Richtung müsste die hier sein, ne? Seht es richtig soweit? Ja. Ach, die Ketchup. Plastikverpackungen. Und wenn hier dreimal Seetang ist, hat das auch selten irgendwas Gutes zu bedeuten. Sagt mir so mein Instinkt. Wäre ja Frau, würde sagen, meine weibliche Intuition. Bin dadurch keine, dass ich gerade bin, habe ich sowas natürlich nicht. Okay, wir können hier was tun. Knopf drücken. Oh. Ui. Panzer tragen, Limo-Dose. Verteidigung 30. Oh, wie geil. Ja, wie gut. Puh, jetzt kann ich endlich zur Herzogin. Dieser Panzer reibt mir die Schale wund. Wer hat dieses Ding überhaupt gemacht? Merkwürdigen Metallpanzer gefunden. Halte LB gedrückt, um dich in deinem Panzer zu verstecken. Wenn du einen Panzer anlegst, verringert er den erlittenen Schaden. Versteckst du dich ganz darin, wird der gesamte erlittene Schaden von deiner Panzerhaltbarkeit abgezogen. Okay, gut. Wir können theoretisch Panzer wechseln, bringt uns so nichts, dann ja alles die gleichen. Oh. Oh crap. I'm sorry. Was I supposed to grab a ticket? You think yourself above the law, but the law is not so easily outwitted. Oh. By its strength alone do we rise above the beasts. I'm really sorry. I'll go to the back of the line, okay? You should be so lucky. I'll have your head like I have these other worthless lawbreakers. Sie mich sterben, sie mich sterben. Ach du heiliger Bimbam. Oh, okay, der scheint nicht... Ach nee, Frau Hauptmann der Wache. Der schaut echt nicht so aus, als wäre er zum Spaßen aufgelegt. Okay, wow. Au! 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 Wo war denn der Seetang? Au! Vielleicht sollte ich mir halt auch mal schützen. Au! Ach du Scheiße! Aber ich glaube, ich hab's hinter mir. Wenn ich einen kleinen Seetag finde, habe ich es hinter mir. Aber Dose ist auch kaputt! Oh Mann! Ein feuchtes Grab. Tja, nun, ja, viel Schaden habe ich ihm nicht zugefügt. Möchtest du an der Mondquallenposition? Ja. Oh Mann! Also das ist hardcore. Heftig. Müllsack. Ja nun, ich will meinen Panzer aber wieder. Wie mache ich denn das? Ich habe das Gefühl, ich bin auch gar nicht schnell genug, um den groß ausweichen zu können. So, wir haben den Panzer wieder. Was ist, wenn ich da jetzt nicht... Ja. Gut. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann ich ihm ja ausweichen. Nein, kann ich nicht. Oh, wieso? Der Typ kann in der Kampfarena. Ich kann gar nicht aus. Au. Shit. Okay, das ist gar nicht gut. Ich bin halt einfach schon wieder tot. Oh, Mann. Habe ich jetzt somit meine Ding verloren? Oder? Nee, habe ich nochmal. Okay. Sobald ich sie einsammle, ist alles gut.
Okay. Ich muss mal schauen, vielleicht wenn ich mich in der Hülle verstecke, wenn der zuschlägt, vielleicht kann ich dann so viel Schaden absorbieren, dass ich da drüber komme über den Kampf. Ja, ja, Klappe. Also, vor allem muss ich mir ins Visier nehmen, das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall, ich kann ja gar nicht flüchten. Wo ist er denn? Ah, hier. Okay, das hilft. Au. Wow. Au. Okay, mein... Oh, wow. Ich hab halt auch nichts mehr zum Heilen. Okay, ich muss... Puh, ja, ich muss schauen. Ich muss schauen, wie... Ob es hier erstens noch irgendwas für die Heilung gibt. Bevor wir hier den jetzt nochmal attackieren, wir schauen mal ganz kurz, ob hier irgendwo diese Blätter sind. Hier kann ich... Ach so, hier kann ich verhausen. Das hatte gar nichts mit ihm zu tun, okay. Okay, hier ist einfach die Map quasi aus. Und wo waren... Wir schauen mal kurz, wo das Seetanggras war. Oder diese Seetangherzen. Die waren doch hier irgendwo. Ja, hier sind sie. Also ihr müsst in die Richtung hier, um mir dann vielleicht auch ein bisschen heilen zu können. Vielleicht habe ich auch hier ein bisschen eine Chance, wenn ich mich verstecken kann. Wir werden es versuchen. Wir geben nicht auf. Harter Kampf. Aber dann sind wir halt wieder super weit weg von den Dosen, ne? Das ist halt der Nachteil an der ganzen Sache. Boah, der ist echt mies. Oh, ich kann hier nicht durch. Okay. Nein! Au. Ich drücke halt auch immer ständig die falschen Tasten, gell? Oh, jetzt habe ich vor. Oh, jetzt habe ich die Deckung aufgemacht. Okay, gut. Beim nächsten Mal schaffe ich es. Ich krieg das hin. Ich glaube, jetzt weiß ich es. Jetzt habe ich es drauf. Deshalb, wenn ich mehr als wie eine Taste drücken muss, ne, was die Nintendo-Generation und so, wird schon spannend. Heiliger Bimbam. Vielleicht fange ich doch noch Elden Ring an. Mit meinen Qualitäten wäre vielleicht Elden Ring doch noch ein Ding für mich. So. Wenn er nicht so rumbrüllen wird. Aber ich finde es gerade doof, dass ich nicht zum Seetanggras komme. Au, er hat so unfassbare Reichweite einfach. Wieder zu weit weg. Au. Au. Oh Mann. Oha. Oha.
Ja nun, wie schwierig kann es sein? Cheap, lass jetzt die Taste, den Finger auf der Taste, auf der Deckungstaste. So, Klappe jetzt. Mach die fertig, mach die Kickbox. Jedes Mal, wenn ihr angreift, greift ihr halt auch an. Ja, mega, über drüber, super Attacke. Seht ihr schon? Oder aber ich gehe meine Tifo einlösen, nur mal für, keine Ahnung, mehr Gesundheit oder was weiß ich nie. Und wieder Volltreffer kassiert. Also eher bei mir natürlich. Jedes Mal mache ich meine Deckung auf. Wieder nicht erwischt. Aber eher mir dafür wieder. Warte mal, nicht abblockbare Angriffe. Manche Gegner setzen nicht abblockbare Agro-Angriffe ein, die durch das Agro-Symbol über Krill angekündigt werden. Wenn du dieses Symbol siehst, weiche aus, rein weg oder spring beiseite. Wow. Oh. Echt jetzt? Oh Mann, wie wenn das nicht alles so schlagen wird. Ach du Kacke. Mann. Ich bin der Verzweiflung nahe und das schon zu Beginn des Spiels. So, ich bewege mich jetzt von den Dosen hier nicht weg. Ich brauche die Dosen. Ich muss mir einfach viel decken. Ich habe hier genügend Deckung eigentlich. Nein! Das geht jetzt eigentlich schon ganz gut, aber hier muss ich aufpassen, sobald er hier ansetzt. Ich sehe das auch nicht, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich sehe das gar nicht, wenn das Symbol über mir auftaucht. Da muss ich aufpassen, dass ich ausweiche, weil das ist so mein fixes Todesurteil, wie ich sehe. Aber, wenn ich dem ausweiche, glaube ich, könnte es klappen. So, komm, put. Ah, jetzt hab ich aufgemacht, blöderweise. Und gleich noch einmal. So, jetzt muss ich schnell sein.
Nein, 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 nein! Nein, wieder. Oh, ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn fast. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Seid nachsichtig mit mir. Das ist das erste Mal in so einem Game überhaupt. An das muss ich mir erst gewöhnen. Aber das kommt halt so schnell. Und wenn ich so knapp an ihm dran bin, ich muss ja irgendwie Damage machen. Jetzt bin ich so knapp an ihm dran, da habe ich überhaupt keine Luft mehr auszuweichen. Wie merkt, dass er eigentlich mich schon schnappen will, bin ich auch schon geschnappt und auch instant tot tatsächlich. Tüp, 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 tüp. Warte mal, Gleichgewicht und aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn du deinen Gegner oft genug angegriffen hast, um seine Gleichgewichtsleiste zu füllen, kannst du ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Schlage mit einem starken Angriff, zum Beispiel einen aufgeladenen Angriff, zu, wenn seine Gesundheitsleiste aufleuchtet, um ihn mehrere Sekunden lang zu Boden zu werfen. Okay. Jawoll! Jawoll! Jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Sterben. Ja! Yeah! Woho! Verschmutzung bereinigt. Das war Notwehr, oder? Das war doch Notwehr. Das können alle bezeugen. Der ist auf mich zugestürmt, wie ein Verrückter. Was hätte ich denn tun sollen? Ach du floppende Faulflunder. Okay, ganz ruhig, Grill. Ganz ruhig. Wenn jemand Fragen stellt, sage ich einfach, dass er gestolpert ist und sich das Bein gebrochen hat. Und dann auf ein Schwert gefallen ist. Oh Mann. Ach du heiliger Bimbam. Okay, das war wild. Das war wild. Aber ich habe einiges gelernt in diesem Kampf. Und wir sind im nächsten Mondschneckenhaus. Und wir haben jetzt 1122 Mikroplastik. Cool. Cool. Aber auf jeden Fall einiges dazulernen dürfen. Hier haben wir ja die zwei Panzer tatsächlich. Übrigens, unser Zuhause bringt 50 Verteidigung, die Dose 30. Und die hält auch nicht so viel aus, die Dose. Okay. Oh, sorry, ich musste niesen und habe mich gleich mal verdrückt. Es war ja jetzt die ganze Zeit vor lauter Anspannung nicht möglich zu niesen. So, also. Verringert den Schaden an deinem Panzer und verbessert den Widerstand gegen Statuseffekte. Beim Angriff, den haben wir schon mal. Gut, ich weiß halt leider nicht, was mit diesen Umami-basierten Angriffen auf sie hat. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich würde echt gern Leben machen. Einmal Leben, ich weiß es halt nicht. Nochmal Angriff, ja. Dass wir auch wirklich gut Schaden machen. So machen wir das. So machen wir das. Vielleicht hätte ich aber auch meinen Panzer einfach verstärken sollen. Ach Gott. Bin mir sehr unsicher, ob das richtig war. Aber hey. Unterm Strich war das gar nicht so übel. Ja, wir laufen mal in die Richtung wieder. Energie ist voll, das heißt, wir können auch keine weiteren Seetankblätter mehr einsammeln. Was ist das hier? Ach, hier sind jetzt mehr. Hier ist Sauerlimo-Dose. Okay. Okay, cool. War die vorher auch schon da? Ich weiß es nicht. Jawohl. Ach, da sind jetzt überall Limo-Dosen. Sieh einer an. Ja, aber gut, Damage machen wir jetzt doch um einiges mehr. Ich finde die schicker, die gelbe. Okay, schön. Ist da was zum Einsammeln? Nein.
Da drüben glitzert wieder was. Eine Brotkralle. Okay, und hier sind jetzt diese Wachen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich da ran will. Da drüben sind auch Wachen. Hier liegt eine Bananenschale. Panzer wechseln, Bananenschale. Er hat nur Verteidigung 10 und Gewicht ist aber S. Die ist dafür leichter. Warte, ich ziehe sie einmal an. Für die Sammlung. Aber ich wechsle wieder auf die Dose. Mit dem können wir sprechen. Was ist mit denen da drüben? Halt, Wanderer! Übermotivierte Waffe. Was führt euch nach Fort Todwasser? Sprecht oder schweigt für immer! Ach, du grüne Alge. Also ich, müde Wache. Nur die Ruhe, Kleiner. Wir tun dir nichts. Ignoriere meine Kollegin einfach. Ist ihr erster Tag. Sie ist ziemlich enthusiastisch. Sag einfach, was du willst. Naja, man hat mir meine Muschel weggenommen, wegen sogenannter Steuern. Und ich wollte die Herzogin fragen, ob sie mir dabei helfen kann, sie wiederzubekommen. Du willst also mit der Herzogin sprechen? Mach dir keine allzu großen Hoffnungen, Kleiner. Sie hat ganz schön viel um die Antennen und muss sich um die Sicherheit des Wattenmeers kümmern. Aber nur zu, vielleicht hast du ja Glück. Hört, hört! Ein erschöpfter Vagabund steht vor unseren Toren! Besitzt ihr die Freundlichkeit, die Winde zu? Mach das Tor auf, Nate. Geht klar, Boss. Ich muss schon sagen, irgendwie ist die Gegend hier ziemlich gefährlich. Und ich dachte, die Herzogin wollte sich um die lokale Sicherheit kümmern. Sag ihr das ruhig, Kleiner. Dann landest du aber schneller wieder in deiner Restwassersenke, als du meine Muschel sagen kannst. Okay. Mach, dass du weiterkommst, Kleiner. Es ist schon anstrengend genug, den ganzen Tag herumzustehen, ohne dass Freaks wie du uns auf die Nerven gehen. Ein wahrlich merkwürdiger Wanderer. Wie sind dir seltsame Gedanken in euer Haupt gelangt? Okay, also hier können wir rein. So, jetzt ist aber die Frage, was ist mit ihm dann drüben? Quatschen wir mit ihm auch noch? Ich lass dich vorbei, aber wehe, du lenkst unsere Soldaten ab. Wir müssen hart trainieren, um uns gegen den Feind zur Wehr setzen. Oder zum Deich, zum Staudamm oder wo der Feind eben angreift. Okay. Okay, hier gibt es ganz viel zu quatschen. Was bist du, Soldat? Ma'am, ein Klumpen Sand, Ma'am. Und wofür taugt ein Klumpen Sand, Soldat? Ma'am, für die Mauern von Todwasser, Ma'am. Was bedeutet der Todwasser, Soldat? Ma'am, Todwasser ist der schönste Ort des Ozeans, Ma'am! Da hast du verdammt nochmal recht, Soldat! Oh, wow. Hey, hast du Kelvin in letzter Zeit gesehen? Oh, der ist im Einsatz. Ist mit der letzten Expedition zu den Mondhöhlen aufgebrochen. Sollte die nicht schon längst zurück sein? Wahrscheinlich ist es nicht so leicht, was für die Herzogin zu finden. Der arme Teufel. Weißt du noch, als die letzte Expedition mit leeren Händen zurückgekommen ist? Heiliger Hummer, erinnere mich bloß nicht daran. Sie hat die arme Truppe ordentlich in die Zange genommen. Ah, ja. Ah, ja. Hier gibt es einiges zu quatschen, aber hier ist sonst nichts. Ne? Warte mal, was ist hier noch? Hier geht's wohl hoch. Keine Ahnung, was du da oben vorhast, aber das wird nicht schlimm. Schade eigentlich. Es ist nicht einfach, Mitglied der königlichen Wache von Todwasser zu werden. Jeder einzelne Krebs hier hat sich den Panzer wundgeschuftet, um hier sein zu dürfen. Wow. Okay. Ja nun. Also. Hier ist mal jetzt nichts Aufregendes. Und ich würde sagen, bevor wir hier ins Schloss reintüdeln, wir haben jetzt 437 Mikroplastik, die werden wir nochmal nutzen. Die werden wir jetzt nochmal nutzen.
Also ich denke, bin mir nicht sicher, ob es jetzt reicht. Könnte ja auch sein, dass sie das gar nicht ausgeht. Ich möchte trotzdem mal gucken. Hier müsste ja irgendwo die Muschel sein. Ja. Oder dieses Schneckenhaus oder was auch immer. Mondschneckenhaus. Zentraler Boden. Levelaufstieg. So, schauen wir nochmal. Na, wir brauchen 520. Okay. Okay. Das heißt, hier können wir... Nee. Aber was hat es denn mit dem Eintauschen, eigentlich so an sich? Denn ich kann mit diesen Dingern eigentlich nichts tun. Okay, gut. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir haben Großartiges in dieser Folge hier geleistet. Und schauen, was uns im Schloss erwartet. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dorthin, ihr Lieben. Macht's es gut. Tschüssi und ciao, ciao.